herzlich willkommen, da ist er wieder. Ich habe mir diese Woche mal vorgenommen, euch ein paar praktische Beispiele zu erklären. Stellt euch vor, ihr zieht so eine Karre irgendwo aus dem Schuppen. Ne, das sieht dann genauso scheiße aus wie das Ding, weil das Mobil ist ein ganz schön, naja, ein ganz schön zerschlatzten Zustand, ist aber egal. Wir werden jetzt mal ein paar Sachen daran machen und ich werde euch das erklären, worum es geht. Und zwar ist es der Tank, der auf jeden Fall total verdreckt ist, der ist verrostet, der ist gammelig. Ich werde ihn mal so grob wieder hinrichten, dass der funktioniert, erkläre ich, wie ich das mache. Wir werden den Vergaser wieder einstellen, das hat schon mal funktioniert, das Moped. Ich habe das mal jemand gebaut vor 2 Jahren und jetzt kam das wieder und ja, funktioniert halt einfach nicht mehr. Ich will jetzt nicht sagen, den jungen Mann soll der Blitz beim Scheißen treffen, aber naja, es gibt schon noch das eine oder andere, was ich ihm wünschen könnte. Ich freue mich jedenfalls nicht so darüber, dass es nicht mehr fährt, aber ich werde es jetzt gleich wieder so machen, dass es fährt. Dann mache ich noch eine Probefahrt und erkläre ich die einzelnen Schritte, worauf es eigentlich ankommt, weil ganz viele Leute wissen das gar nicht. Was dabei eigentlich dann immer passiert, wenn der Tank dreckig ist. Und jetzt baue ich erstmal den Tank und den Vergaser runter und dann erkläre ich was dazu. So, zuallererst nehme ich jetzt mal den Vergaser auseinander und gucke erstmal, was überhaupt von der Menge an Moos hier drin ist. Meistens ist es so, dass in den Vergasern irgendwelche grüne Paste drin ist, unglaublich viel Paste und viele Sachen, die da nicht hingehören. Aber das werden wir gleich sehen. Ich denke, hier ist es noch nicht ganz so schlimm, weil es eben vor 2 Jahren schon mal gefahren ist. Oftmals ist es so, wenn man so ein Moped nach 10 Jahren auf die Ecke zieht, ist es dann richtig schlimm. Aber hier tropfen schon Sachen raus, ja, man kann das jetzt schlecht sehen. Der Sprit hier, der ist ganz alt und das stinkt eher nach Verdünnung als nach Benzin. Und hat so einen ganz bissigen Eigengeschmack. Kostet mich aber nicht wirklich. So, jetzt sind wir hier in der Wanne. Wir sehen ja schon so grüne Ablagerungen und Zeug. Das lässt darauf hindeuten, dass dort ein schlechter Sprit gefahren wurde. Das heißt also, ich persönlich empfehle immer Aral Ultimate 102, weil das hat nicht zur Folge, dass diese komischen grünen Ablagerungen hier drinnen passieren. Bei Aral Ultimate 102 waren die Mopeds, die wir am längsten stehen hatten, knapp 10 Jahre. Und dann haben wir einfach wieder auf den Kickstarter draufgetreten, das Ding ist wieder losgefahren, weil halt einfach nichts verklebt, weil die irgendwie die Biobestandteile, die da drin sind, mit irgendwas bedampfen, begasen, bei irgendwas, die sind tot. Und damit fängt das nicht an, solche Algen zu bilden, also solche Ablagerung. Ich empfehle, diesen Sprit zu kaufen. Ansonsten, wenn ihr ständig immer neues Zeug reinstellt, könnt ihr eigentlich alles nehmen. Aral Ultimate 102 weiß ich 100%, ich kann nicht meine Mopeds über den ganzen Winter stehen lassen und auch 2 Jahre danach Benzinhahn auf und das Ding springt an. So, das mache ich jetzt alles sauber. Da müssen wir jede Düse einzeln rausschrauben und gegen das Licht da durchschauen, um zu sehen, ob wirklich auch ein Loch drin ist noch. Schauen wir mal mit der Düse an. So, jetzt seht ihr es besser. Ist ein Loch drin. Ist also funktionell. Schockdüse wäre schon mal frei. Wobei die gar nicht so sehr wichtig ist. Klar ist die wichtig, dass es angeht, dass wir einen Schock haben. Aber für das eigentliche Fahren ist die Düse nicht so wichtig. So, zack, Schockdüse wieder fest. Jetzt schaue ich mir die Hauptdüse an. So, und die Hauptdüse, da sehen wir zum Beispiel schon ein Loch. Aber das sieht man jetzt vielleicht auf dem Video nicht richtig, aber es ist wie eine ganz kleine Fischhaut da drin. Wobei, die ist sogar jetzt schon weg. Die Düse ist auch frei. Ist zwar halt und verwanzt. Hauptdüse können wir wieder verwenden. Und jetzt kommen wir zur eigentlich wichtigsten Düse. Und zwar ist es die Leerlaufdüse. Die Leerlaufdüse hat immer das Problem, dass sie natürlich ein ganz kleines Loch hat. Und das kleinste Loch verschließt natürlich am allerschnellsten. Also das heißt, es verstopft am schnellsten durch diese grüne Paste, die von diesem Ekelsprit überall davor liegt. Und deswegen ist da auch der Grund, warum man den Vergaser sauber gemacht hat, immer wieder ausgepustet. Ich habe doch mal ausgepustet. Mein Papi hat gesagt, ich soll... Nee, meistens liegt es daran, dass die Leerlaufdüse verstopft ist. So, jetzt schauen wir nochmal die Leerlaufdüse an, ob hier ein Loch drin ist. Wenn man es erkennen kann, naja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also wir haben jetzt halt hier das Problem, ja doch, wir sehen ein ganz kleines Loch, ist vorhanden. Trotzdem ist auch hier eine ganz kleine Soße drin, aber so ganz schlimm verstopft ist es nicht. Trotzdem ist die auf jeden Fall verstopft. Die puste ich durch, schaue dann nochmal richtig gegen das Licht, das mache ich jetzt mal nicht gegen die Kamera, ich schaue mal wirklich gegen das Licht und dann seht ihr, ist die Düse richtig frei oder nur so halb. Und das könnte eben auch schon sein, dass einfach dort, wie ich nenne es mal, so eine Art Fischhaut davor ist, dass man das so getrübt sieht. Man muss wirklich richtig durchschauen können. Wenn ihr nicht so gut sehen könnt, geht ihr diese jemand anders, der richtig sehen kann. Aber wenn ihr gegen das Licht haltet, müsst ihr da durchgucken können. Ganz wichtig. So, die kann auch wieder rein. Eine Sache habe ich auf jeden Fall schon gemerkt. Und zwar, der Schwimmer, der hört sich ganz komisch an. Liegt meistens daran, weil er kaputt ist. Das schauen wir jetzt mal. Kann doch sein, dass ich mich da täusche.
Ja. Ich hoffe, man hört. Also die eine Kammer, die ist voll mit Soße. Also gehe ich in den Shop. Zum Glück arbeite ich bei Langtuning und hol mir erstmal einen neuen Schwimmer. So, neuer Schwimmer. Eine Einbauanleitung und eine Vergaserabstellbarleitung gibt es auch. Ich versuche das mit als Link unten drunter zu stellen, dass er das auch nochmal gesehen hat, wie wir den Vergaser einstellen. Jetzt baue ich den Schwimmer ein und stelle den wieder ein. Für die unter euch, die es vielleicht noch wissen, ne? Die Unterkante vom Schwimmer ungefähr auf Höhe der Tischfläche, wo die Gummidichtung drauf sitzt. Wenn man noch hochklappt, soll er bis hier oben hinkommen. Haut also nicht hin, müssen wir hinten diese kleine Nase nachstellen. So würde ich das sagen, dass es funktionieren wird. Und das Einzige, was ich dann noch mache, ich tue dann im zusammengebauten Zustand immer noch mal schauen, dass ich mir hier einen Schlauch drauf stecke. Ihr könnt natürlich auch hier ranlecken. Ich finde das immer ganz besonders, wenn solcher Ekelsprit da drin ist. Da habe ich ein paar Tage lang was davon, deswegen lasse ich das. Das heißt also, hier einen Schlauch drauf stecken, Vergaser so rumhalten, durchpusten, kommt es leicht durch. Vergaser umdrehen, versuchen durchzupusten, muss dicht sein. In dem Fall würde der Schwimmer höchstwahrscheinlich auch funktionieren. Ganz leicht schief ist er noch, ich richte noch ein bisschen. Aber so wird es funktionieren. Kann der Vergaser also wieder zusammen. Die Dichtung gucken wir uns ganz einfach an. Das ist zum Beispiel eine ganz schöne Warze. Bäh, für die Teufel. Es geht noch, ne? Man kann das wieder einbauen, aber ich hole mir trotzdem eine neue, weil hier unten ist der Rand so ein bisschen geknickt. Das sieht ein bisschen kacke aus, jetzt stellt es nicht scharf. Ja, hier unten ist der Rand ein bisschen umgeknickt. Gefällt mir einfach nicht mehr, die Dichtung. Deswegen das nochmal neu. Jetzt könnte man natürlich den Vergaser noch richtig sauber machen, ganz picobello. Ich bin jetzt nicht durch die Waschbox gerannt, das mache ich nachher noch, bevor ich den einbaue. Es sind hier ein paar ganz kleine Verdreckungen dran, also ganz kleine Verkrustung, ist aber kein Drama. Ansonsten sieht der Vergaser in Ordnung aus. Umluftschraube kontrolliere ich gleich noch, wo sie steht. Ja, ganz drinnen, prima. Drehe ich eine anderthalbe Umdrehung raus. So, reicht das mal zum Vergaser, kommen wir zum Tank. Also das erste, was ich jetzt mal mache, ist, den Tank hier auszuschütten und zu gucken, was rauskommt. Als allererstes. Dazu rate ich auf jeden Fall, das nicht hier drüber rauszulassen, sondern nach unten abzulassen, dort wo auch der Rost und alles mögliche, was da eventuell drin ist, drin sein könnte. Dafür mache ich persönlich, mache ich das immer so, erstmal mache ich mir hier so einen Kübel zurecht, dass ich das irgendwo hinlassen kann. Zweiter Punkt. Ich halte mir hier mit dem Daumen das Loch auf dem Tankdeckel zu, wenn ich ein Loch habe zum Zudecken. Ansonsten muss ich mich ein bisschen beeilen, dass es so viel rausläuft oder ihr macht es vor der Tür, weil die Werkstatt stinkt dann irgendwie eine Sau. 90er Schlüssel, Loch zu halten, den Tank abschrauben. Jetzt kann da nichts rauslaufen, außer natürlich der Tank ist wirklich gestrichen voll. So, dann ziehen wir das hier raus, gucke ich hier rein, das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Also das ist relativ sauber hier, das ist gar nicht mal so zerwanzt. Trotzdem mal einen Finger hinten drauf lassen, schütteln ein bisschen, damit das alles ein bisschen aufgerührt ist und dann lasse ich das nochmal hier alles hier reinlaufen. Und damit das schneller läuft, das Ziel für uns hier den Deckel abzumachen. Jetzt sehe ich schon, dass hier ganz schön große Krümel mit drin sind, Späne und alles mögliche. So, jetzt ist noch nicht ganz alle. Halte ich es nochmal schnell, damit ich nochmal richtig schütteln kann. So, halt das Loch hier nochmal zu. Halt das nochmal zu. Und dann versuche ich mit einem bisschen, ich sag mal, jetzt habe ich es aufgelassen. Dann versuche ich mit einem Rollen den Dreck von der einen Seite auf die andere Seite vom Tank zu bekommen. Damit ich weiß, dass die ganzen Krümel jetzt hier drüben, dort wo der Benzinhahn war, wieder mit rauskommen. Und da kommt gleich so ein richtiger Schwall Rost. Krümel und gelumpig mit raus. Lecker. Voll geil, kleine Sauerei. Jetzt haben wir hier, ich kann natürlich ganz schlecht zeigen, der Sprit, der da drin ist, das sieht total dunkel und schwarz aus. Das ist so eine richtige Sud. Ich weiß nicht, was da alles reingeschüttet worden ist, aus welchem Fahrzeug das ist. Ich nehme meine Taschenlampe zur Hilfe. So, die Kamera hier hin. So, und jetzt seht ihr schon, das sind die Krümel, die natürlich hier in dem Tank drin waren, irgendwelche Rostpartikel und ähnliches. Allerdings muss ich sagen, bei den letzten Schwallen kam nicht mehr viel raus. Das hat sich schon ziemlich freigespült. Ich bin also der Meinung, ich brauche keine weitere Reinigung vornehmen. Ich greife jetzt nochmal rein, ob hier Rost drin ist. Das macht man auf folgende Art und Weise. Hier haben wir vielleicht nochmal Licht. So, dann greife ich hier rein, fahre hier durch. Sehe erstmal okay, da ist nicht so viel Rost drin.
Und dann gucke ich mir das grundsätzlich auch mal so an. Wobei der Tank eigentlich wirklich ziemlich gut aussieht. So, bedeutet in dem Fall für mich, damit ist der Tank genug gespült, der Rest, der muss wirklich mit einem Filter gehen. Man kann das natürlich auch übertreiben, man kann den Tank auch von innen lackieren. Das ist jetzt kein Härtefall. Sollte das bei euch so sein, dass ihr wirklich einen Tank habt, wo viel Rost drin ist, wovon ich jetzt fast ausgegangen bin am Anfang, ich muss aber sagen, ich habe mehr Glück als Verstand, dann solltet ihr Folgendes machen. Ihr geht in den Baumarkt, kauft euch ein paar kleine Treibschrauben, also ein paar kleine Spachsschrauben, Holzschrauben, die ganz kurz sind, vielleicht 20 mm, 15 mm, ganz kleine. Eine schöne Packung, 500 Stück. Die füllt ihr dann zusammen mit ungefähr einem Liter oder 2 Liter Sprit hier rein und dann schüttelt ihr den Tank. Und schüttelt und dreht und schüttelt und dreht. Natürlich habt ihr einen Deckel drauf und auch wieder einen Benzinhahn drin. Das Ganze macht ihr so, bis ihr denkt, okay, ihr seid fertig, alles klar, gut. Dann macht ihr den Benzinhahn raus, schüttet die 2 Liter Sprit mit der Rostbrühe wieder in ein Gefäß rein und ihr werdet sehen, das war es noch lange nicht. Also, nehmt ihr die ganzen Schrauben, kippt zum Beispiel das Benzin irgendwo auf einen Lappen, dass die Schrauben wieder da sind. Dann ist ja immer noch auch der Dreck dran. Trotzdem ist in dem Tank meistens immer noch Rost. Und das Ganze muss man so oft wiederholen, mit alten Schrauben reinfüllen und schütteln, dass man immer wieder den Rost in so einem Behälter absetzen lassen kann. Und dann im Endeffekt immer nur den Sprit und die Schrauben wieder nimmt, bis man irgendwann wirklich keinen Rost mehr da drin hat. Und das kann, also ich habe da auch schon mal 2 Stunden alle gemacht, bis es wirklich so ist, dass man sagt, okay, jetzt kann ich den Tank weiterverwenden und das rostet natürlich auch schneller wieder. Wenn man das im Moped dann immer in Benutzung hat und man macht immer wieder den Tank voll und lässt das nicht in irgendeinem feuchten Schuppen stehen oder irgendwo, wo halt wirklich die Temperatur oft hoch und runter geht, kalt und warm wird, ne? Die Feuchtigkeit kommt auch durch das Tankloch, geht innen drin an das Blech ran und es fängt an mit Rosten. Dann hat man wirklich ganz lange Freude damit. Ich persönlich mache mir jetzt hier noch einen mit Benzinhahn ran, baue den ganzen Krampf wieder ein und dann gucken wir, ob die Karre anspringt. Ja, ich habe mir jetzt mal noch meinen Benzinhahn geholt. Das ist das schöne Teil. Zum Beispiel, da gibt es auch was dazu zu sagen, die Benzinhähne, die nehmen wir alle einzeln auseinander, bauen die einzeln zusammen, damit wir wissen, dass die Dichtungen an der richtigen Stelle sind, dass überall die Durchfluss kommt. Wir überprüfen die Löcher, kleben die Gewinde ein und machen das wirklich zu einem Top-Produkt. Und nochmal zu dem Sprit gesagt, ne, bevor dann Leute auf die Idee kommen, ach, das können wir doch nochmal verwenden, das brennt noch. Ja. Nehmt es zum Lagerfeuer anmachen, schüttet es irgendjemandem die Schuhe, den ihr nicht leiden könnt. Ich würde sowas nicht mehr an mein Moped reinschütten. Nicht, weil die Krümel drin waren, die könnte man rausfiltern. Aber das Zeug, das ist so dunkel und so vergilbt und so eine Sauerei, das ist wirklich eine richtige Ekelsoße. Und da ärgert man sich nur. Außer natürlich, man fährt wirklich viele Kilometer, macht in 3 Tagen so eine Tankfüllung alle, dann schüttet man immer mal ein Glück mit rein. Aber filtert das vorher, sonst würde den Dreck, den ihr gerade rausgetan habt, gleich wieder in das Moped reinschütten, das wäre natürlich Quatsch. So, jetzt vielleicht, ich jetzt mal 40 Minuten später, habe ich den ganzen Frost wieder zusammen. Und wollte gerade schon mal, dass ich denke, dass ein Video nicht schief geht, mal probieren, ob ich das Ding angeht. Ist kein Spaß, ich drehe das erste Mal auf den Kickstarter und das Ding ist an. Also es war richtig gut. In jedem Fall funktioniert das jetzt wieder. Davor ging es nicht und ich freue mich sehr darüber. Und genauso könnt ihr im Endeffekt fast jede Scheißkarre erstmal wieder überprüfen, woran es liegt. Natürlich habe ich vorher noch geguckt, ist der Funke da? Ist natürlich eine ganz wichtige Sache und es können natürlich ganz logisch 1000 andere Sachen auch kaputt sein. Aber das ist ganz oft so, wenn ein Moped eben lange steht. Schöner frischer Sprit drin. Der Tank ist soweit sauber, die Leerlaufdüse, ganz wichtig, immer die Leerlaufdüse mit kontrollieren. Weil ich habe das schon so oft erlebt, dass irgendwelche Leute gesagt haben, ja, ich habe die Düsen alle ausgepustet, was ist denn die Düsen alle? Die Leerlaufdüse macht fast niemand, pustet sie aus, guckt aber nicht durch. Also schaut gegen das Licht, ob das Ding frei ist und ansonsten mache ich euch, wie gesagt, jetzt noch einen Link drunter für die Vergasereinstellung, damit ihr das auch noch habt, damit ihr wisst, was ihr wohin baut mit unseren Teilen. Und ansonsten sportfrei und bis morgen.